Oh, das freut mich, dass ich Feedback kriege für die Playlistenarbeit, weil da wirklich 2 Tage nervenzerreißende Arbeit. Ach, guck mal, hier könnten wir uns die Lieder sogar ändern. Da dahinter steckt. Das Playlist-Sortieren ist mittlerweile auf YouTube gar nicht mehr leicht. Oder unnötig kompliziert mittlerweile. Das war schon mal komfortabler. Aber wirklich, ich finde das neue Studio von YouTube eh wirklich, das ist eine Verschlimmbesserung, für mich zumindest. Ich finde, die haben versucht, das Ganze stylischer zu machen und das ist es auch, aber dafür ist es unübersichtlicher und unpraktischer geworden und schwerer zu benutzen. Also, ich bin kein Fan davon, dass die das umgestellt haben. Wirklich gar nicht. Warum was Änderndes funktioniert und anstatt dass man nützliche Features hinzufügt, nimmt man nützliche Features weg. Warum? Aber gut, okay. Heute kam erst Elektriker die Stadt, die Sprechanlagekabel, das Internetkabel durchgeschnitten haben, weil mein Vermieter dumm ist. Also wirklich dumm. Dann stand ich heute Morgen auf. Moment, ich verstehe schon nicht, warum der das Sprechanlagenkabel durchschneiden wollte, aber wie kann es passieren, dass man das Internet kappt? Was ist denn da los? Dann stand ich heute am Morgen auf dem Weg zur Arbeit im Stau, Überstunden machen müssen. Und mein Chef meinte, ich bin selber schuld, wenn ich das mache. Ich darf die nicht aufschreiben. Was? Schreibt es gefälligst bitte trotzdem auf. Was soll denn das bitte? Das geht ja mal überhaupt nicht. Sofort, wer ist da? Ich glaube, da ist komischerweise der Zoll zuständig, ne? Aber auf jeden Fall gleich melden. Das geht überhaupt nicht. Also, das geht wirklich nicht. Da rege ich mich. Also, sowas regt mich richtig auf. Ich bin ja ein gemütlicher und sehr harmonischer Mensch, aber da kann ich ausrasten bei sowas. Da kann ich mich aufregen. Abraxe, danke schön für die bunte Bitmischung, um das Glas aufzufüllen. Dankeschön. Aber später hole ich noch meinen Freund von der Arbeit an, dann ist mein Tag auch schöner. Und ich habe meinen Hund zu mir geholt. Das ist immer gut. Ich habe ja um 2012 rum selbst YouTube-Videos gemacht und fand es damals eigentlich okay. Ja, wie gesagt, ich finde, das neue Studio ist wirklich eine Verschlimmbesserung. Das ist wirklich unnötig kompliziert geworden oder unübersichtlich. Zum Beispiel, nur als Beispiel, da gibt es viele Beispiele. Die Playlisten sind auch eins davon. Aber zum Beispiel, wenn ich früher halt so für eine ganze Woche meine Let's Plays hochgeladen habe und oder sagen wir mal, das waren halt 20 Videos oder so, keine Ahnung. Die habe ich dann reingeschoben in den Upload-Ordner. Dann waren da alle in einer Liste von oben bis unten und ich konnte einfach auf Extend drücken und dann sah ich alle Informationen, die ich dann bearbeiten konnte und fertig. Das war nicht schön. Das sah auch ziemlich hässlich aus, zugegebenermaßen. Aber es war einfach und simpel. Alle Videos, die ich reingeschoben habe, in einer Liste, ausklappen zum Editieren, zuklappen, speichern, fertig, nächstes Video. Oder auch alle ausklappen und dann quasi, ne, alles der Reihe nach bearbeiten. Erst die Beschreibungstexte, alle, dann das Datum bei allen und so weiter. Das war alles relativ übersichtlich und einfach. Und jetzt kann man erstens schon mal nur noch 15 Videos hochladen, was für den Hauptkanal natürlich mehr als genug ist, aber für den Let's Play-Kanal teilweise echt lästig. Ich weiß nicht, warum diese Beschränkung. Aber ich kann jetzt nur noch 15 Videos gleichzeitig hochladen. Also nicht mal mehr meine ganzen Let's Plays für eine Woche auf einmal, sondern muss das immer auf 2 Sätze machen. Und dann ist zwar dann immer noch diese Liste unten im Eck, nur dass sie jetzt klein ist und unübersichtlich und ich sehe den ganzen Namen vom Video nicht mehr. Und wenn ich draufklicke, geht für jedes Video ein eigenes Fenster auf, das erstmal laden muss, das immer wieder ein paar Sekunden dauert, bevor ich da was verändern kann. Und während ich bei diesem Video drin bin zum Bearbeiten,
kann ich nicht bei den anderen Videos nachschauen. Ich muss immer einen zweiten Tab öffnen, damit ich mit den Release-Daten der Videos nicht durcheinander komme. Früher war das alles untereinander. Da habe ich gesehen, 14.13 Uhr, 15.13 Uhr, 16.13 Uhr und so weiter. Und jetzt ist es immer so, dass ich mir denke, ah, verdammt, wann kommt jetzt Teil 19 gleich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Und jetzt bin ich hier bei Teil 20, also muss ich auf den zweiten Tab wechseln, muss da bei den Videos wieder gucken, muss da das Teil 19 Video öffnen, das wieder in einem eigenen Fenster aufgeht, damit ich dann das Release-Datum mir anschauen kann. Das ist so umständlich und unnötig kompliziert geworden. Und jetzt wurde ja auch bei den Playlists das automatisch hinzufügen Feature gestrichen. Das ist furchtbar nervig. Warum wird das gestrichen? Die Begründung war, dass es nicht häufig genutzt wird. Ja, glaube ich schon, dass es nicht so häufig genutzt wird. Weil so oft braucht man es nicht. Aber wenn man es braucht, ist es echt super nützlich. Oh Mann, ey, sowas nervt mich. Auch, dass automatisch Duplikate in den Playlists erkannt werden, gibt's jetzt nicht mehr dieses Feature. Das war auch echt nützlich. Und natürlich passiert das nicht oft, dass man Duplikate in der Playlist hat. Aber wenn es passiert, ist es echt gut, wenn einem YouTube sagt, du guck mal, hier ist ein Duplikat drin. Gibt's jetzt nicht mehr. Warum streicht man solche Features? Ich verstehe das nicht. Das ist wirklich nervig. Naja. Auf jeden Fall, seit ich YouTube mache, seit 4 Jahren, habe ich das Gefühl, YouTube erschwert mir nach und nach in kleinen Häppchen immer mehr. Also es ist nie was Gravierendes, aber immer so Kleinigkeiten, das ist immer ein bisschen nerviger und ein bisschen nerviger und umständlicher machen. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, die wollen vielleicht gar nicht mehr, dass YouTube-Kanäle so viel hochladen. Ich habe das Gefühl, die versuchen, die Quantität zu reduzieren der Videos. Aber das weiß ich nicht. Vielleicht ist es nur nicht gut designt. Vielleicht ist es auch Absicht. Ich weiß es nicht. Naja. Genau, so kann man das auch machen, Pia. Das ist eine gute Idee, dass man das so für sich selber löst, wenn der Chef ein Trottel ist. Finde ich gut. Naja, nee, da muss man, also, weißt du, das ist halt das Problem, weil man lässt sich, man wird halt da, gerade wenn man in sozialen Berufen arbeitet, wird man erpressbar und lässt sich da erpressen. Und ne, normalerweise würde ich sagen, dann einfach alles liegen und stehen lassen und heimgehen. Dann soll der das mal selber aufräumen oder fertig machen, was da noch rumsteht. Und wenn das ganze Haus abbrennt, ist das dann nicht mein Problem. Aber man kann natürlich halt die pflegebedürftigen Leute nicht einfach irgendwo sitzen oder liegen lassen. Und das ist halt das Problem, weil das nutzen die halt schamlos aus, die Betreiber von sozialen Einrichtungen und sowas, weil die genau wissen, dass die Angestellten natürlich ihre Schutzbefohlenen nicht einfach mittendrin liegen lassen. Aber das geht halt einfach echt nicht. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und Schluss. Das kann realweltlich sein, wie es will. Das geht einfach nicht. Und Schluss. Ne, genau, und wenn der sagt, das darf nicht liegen bleiben und du musst das noch wegräumen, dann ist das natürlich Arbeitszeit und keine freiwillige. Also das ist ja totaler Nein, verdammt nochmal. Wirklich, über sowas könnte ich mich aufregen. Das kotzt mich an. Doch, doch, theoretisch hätten die bei YouTube jetzt von Quantität in den Videos natürlich auch mehr, weil mehr Werbung, dürfte denen ja relativ egal sein, wie das Werbegeld generiert wird. Ob jetzt durch viele Videos mit wenig Klicks oder andersrum. Aber ich weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch wirklich nur nicht gut designt. Ich kann mir vorstellen, da sind irgendwelche alten, guten Designer in Rente gegangen und dann sind so frisch von der Uni ein paar Jungen gekommen, die haben gesagt, ja, wir machen jetzt alles stylisch und fancy und hier noch und bam. Und dann war es plötzlich. Also mein Credo, wenn es um gutes Design geht, ist halt in der Regel mit so wenig Klicks wie möglich überall hinkommen. Das ist eigentlich das A und O für mich. Mit so wenig Klicks und vor allem natürlich auch damit verbundenen Ladezeiten dahin kommen, wo man hin will. Und genau
dagegen hat jetzt quasi das neue YouTube-Design gearbeitet. Du brauchst für alles mehr Klicks und brauchst ganz viel neue zusätzliche Tabs im Grunde dauernd offen, anstatt alles in einem Fenster zu haben. Und das finde ich einfach furchtbar schlecht. Ja, eben, aber das ist ja das Problem, finde ich. Das ist keine Entscheidung. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, dann gehe ich halt jetzt und dann kriegt Patient XY seine Medikamente halt nicht mehr. Das ist ja, das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. Das ist nicht die Entscheidung des Pflegers, alles liegen und stehen zu lassen. Das geht nicht. Und insofern ist es natürlich, natürlich notwendig und nicht freiwillig und muss natürlich anständig bezahlt und verrechnet werden. Das ist überhaupt keine Frage für mich. Überhaupt nicht. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Überhaupt nicht. Unverschämtheit. So. Naja, man kann ja zum Glück immer noch auf Arbeit dann einfach ganz viel klauen und immer wieder 5 Minuten früher heimgehen oder sowas und falsch stempeln und so kann man das wieder ausgleichen. Ich will, das wäre mein Tipp. So. Aha, jetzt können wir mit dem U-Boot rumfahren oder wie? Ha, toll Sichtbarkeit unter Wasser hoch, sehr gut. Bla bla bla. Erste Mal Pottwalschule. Okay. Jetzt rufen wir anscheinend Andre an. Hello, Mirai. Thanks for checking in. Hey, Andre. Nice dive. How are you feeling? A bit tired, but I can't wait to get back out. Can you believe we found the family on the first dive? And they have a new baby girl. I know. Well done. Feeling settled in the sub? Has everything tested out? Tess? I knew I forgot something. This solo sub test makes me nervous. We're definitely fitting it out for two pilots next time. Didn't you help design it? Yes, but now you're driving it. I am much more careful with subs than I am with cars. Let's hope so. So, I have something I know you'll want to see. It's what the live stream saw of A12 and her baby. I didn't think you expected her to deliver so soon, though. I thought she had more time given her weight, but it was hard to know for sure. What's the about? Just noting her low weight. Also wondering when you'll find the rest of her pod. Maybe they were diving. I'll find them. Hey, I was thinking we should name the baby whale Andrea. She has your kind eyes. And my bald head. No, I'm putting her in the sim as A17. Ugh, you're so sentimental. Hey, where's Arena? Probably in the head throwing up. Seriously? No, seriously, what's she working on? She's reading a brief about that deep sea mining impact study. Okay, I definitely don't have time to get into that with you. I gotta call my sister. No problem. Send Ren my best. I will. Okay, dann rufen wir mal Ren an. Kylo Ren? Wahrscheinlich. Hey girl, Hm? aren't you supposed to be Eindeutig, 20,000 leagues oder? under the sea? I am. I'm calling from the sub. That's crazy. Hast du Oma meinen Livestream gezeigt? Ach so. Hey, did you show Nana my live stream tonight? Warum nicht? School's great. Thanks for asking. Concert great too. Saw your friend's post. Fish, girls gotta take a break sometime. Hey, check this out. No way. Is that a baby whale? And her very, very proud mother. She delivered early. That's some view.
You're really living the dream. Thanks. Miss you, though. How's Nana? Okay, not a big deal, but I am taking Nana to get tested for a clinical trial. Some new dementia drug. Well, thank you for stepping up to help Nana. It's not a big deal. You would tell me if it was, right? Yeah. You sound down. Is it just Nana? I don't know. It's been hard since Dad died. I know. You want to stay on for a while? We can watch the baby whale together. No, I should go. Say hi to the whales for me. Steuer verlassen? Aber ich würde jetzt lieber mit dem U-Boot rumfahren. Kann man doch nicht mit dem U-Boot rumfahren. Ach so. Ah, ich dachte, man darf mit dem U-Boot rumfahren, aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, man geht an das Steuer zum Telefonieren, um Dialoge zu führen. Naja, warum nicht? Okay, dann tauchen wir. Wie funktioniert das? Wie kann ich wieder tauchen? Aha, warte mal. Hä? Okay. Was ist denn das hier? Einsichten. Lerne die Aquanauten kennen. Ich drück da mal drauf. Oh. Ach, ist da so eine Dokumentation in dem Spiel? Ja, okay. Schauen wir die. Ich hoffe, das geht lizenztechnisch und so. Das ist immer schwierig. Aber jetzt gucken wir das, oder? Es gehört zum Spiel irgendwie. Die Physikalität des Ozeans ist eine der Dinge, die mich als Kind am meisten beeindruckt hat. That thrill of just having that ocean energy push me along. You could just ride all day. There was no lift tickets, there was no fees to get into the ocean. When I describe to people what it's like to dive on a coral reef, they're like, oh, I never thought about that. They've never had a shark swim right beside them. Look them in the eye and give them a little fright for a second before they realize that the shark just wonders what I'm doing, just like I wonder what the shark is doing. I started free diving. So when I think of diving, I really think of free diving. Like, this is what whales do, right? Take a big breath of air and they hold that oxygen inside their body. This ability to free dive down to where the scuba divers were, swim around and come back up, was just so free. Nothing on, no equipment. I just love that. It made me feel like a fish. When I did my first submersible dive, I realized it wasn't just that I was meant to be out on ships. I was supposed to be in the bottom. I don't think anyone has ever measured endorphins in submarines, but I can tell you they're probably through the roof. The first time I was in a submarine, I saw that life down there and 50 new questions popped into my brain. That wouldn't have come up because it was this immersive experience and I just felt it. When you're in a submarine and you're looking at these magical environments, you're overwhelmed by this sense of wonder. You're humbled by this feeling of there's so much I don't know about the world. And you're stimulated to figure out how this all works together. I'm a marine biologist. I'm someone who studies the ocean from as many angles as I can. When my kids ask me what I do for a living, I tell them that I'm an explorer. I'm an aquanaut. I dive down to the bottom of the ocean and I see things that people have never seen before. How lucky am I to be able to share this amazing habitat with the rest of the world? Hey, ganz ein anderes Thema, weil gerade die über Buckelwale reden und über Freediving und über Luft holen und dann tauchen. Ich weiß nicht genau, wie viel mal Pia an dich jetzt gerichtet, vor allem im Medizinstudium über Evolution und Genetik lernt. Aber was ich nie so ganz verstanden habe in meinem Studium ist, warum eigentlich evolutionäre Rückschritte nicht möglich sind. Also warum Sachen, die sich zurückentwickelt haben, sich nicht wieder neu entwickeln können. Wie funktioniert diese Barriere, die diese Evolution verhindert? Weil es schon eben faszinierend ist, dass zum Beispiel Wale und Delfine nie wieder sowas wie Kiemen entwickelt haben, was ja ihre Vorfahren, so wie unser aller Vorfahren, hatten und die immer wieder Luft holen müssen. Und so Beispiele gibt es ja quasi zahlreiche, überall. Auch wenn man in der Vergangenheit, in der evolutionären Vergangenheit mal Sachen hatte, die man heute gut brauchen könnte, entwickeln die sich nicht mehr. Und ich habe nie verstanden, warum. Warum entwickelt sich nichts zurück? Wo ist da die genetische Barriere oder was ist da eigentlich genau der Mechanismus? Würde mich nur gerade interessieren, mal so in den Chat geworfen.
gerade eben an Pia, aber auch an, vielleicht weiß es ja auch wer anders. Aber jetzt schauen wir mal, oder vielleicht, wenn ihr das Video jetzt auf YouTube guckt, auch an euch, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Fällt mir nur gerade ein. Und jetzt schauen wir uns das nächste, schauen wir uns die Videos an. Lerne Sylvia Earl wahrscheinlich kennen. Gut. Machen wir. As a child, I had no idea how important the ocean is. That the great majority of life on Earth is in the sea. That the greatest diversity of life is in the sea. My name is Sylvia Earl. I'm a scientist, an oceanographer, an ocean explorer. I've spent years at sea aboard ships and thousands of hours under the sea. I've seen things others have not. If others could see what I've witnessed, they would know how much the ocean has changed, and they would know why caring for the ocean matters to everyone, everywhere. The ocean is Earth's life support system, generating most of the oxygen in the atmosphere, capturing much of the carbon dioxide produced by human actions. The ocean is the planet's living blue heart. Every creature has a story, everyone, whether you're looking at a little crab or a starfish or a shark. If people stayed on the shore, never got underwater, how would we ever know that fish, that they have communities, they have faces? Their importance as fellow citizens, as cultures, as amazing creatures that we can learn from. There's a lot of water we now know elsewhere in the solar system and elsewhere in space, but to have a liquid ocean with frozen polar areas, it's taken 4.5 billion years to shape the world in a way that is favorable to humankind. It's taken us about 4.5 decades to significantly unravel systems. No ocean, no life. No ocean, no us. Ich meine, das stimmt wahrscheinlich. Ich bin echt kein Fan von diesem Kohlenstoffchauvinismus, der davon ausgeht, dass Leben immer auf Kohlenstoff basieren muss oder immer ähnliche Strukturen irgendwie in ähnlichen Strukturen sich entwickeln muss wie Leben auf unserem Planeten. Aber man braucht auf jeden Fall irgendwie eine Lösung, irgendeinen Trägerstoff, in dem sich Moleküle verbinden können. Und da ist Wasser natürlich schon ziemlich gut. Ich glaube, wahrscheinlich würden auch, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich würden auch dichte Atmosphären funktionieren. Oder andere Flüssigkeiten. Aber ja, Wasser ist schon ziemlich guter. Ich meine, das ist halt das, wie gesagt, ich bin da ziemlich offen, was das angeht. Und ich glaube, Leben kann sich in vielen verschiedenen Formen entwickeln. Ob wir das dann als Leben identifizieren können, ist wieder eine andere Sache, wenn wir es finden. Aber gut, aber es macht total Sinn, dass wir auf unserer Suche nach anderem Leben auf anderen Planeten nach den Merkmalen suchen, die wir auf der Erde haben. Ist eh ganz klar, weil theoretisch kann sich natürlich alles entwickeln, aber wir haben halt nur ein Muster, eine Petrischale, ein Beispiel, von dem wir wissen, wie sich Leben entwickeln kann. Wissen wir ganz sicher, aber halt nur ein einziges Beispiel, wie sich Leben ganz sicher entwickeln kann. Und deswegen suchen wir natürlich danach, weil alles andere ist rein theoretisch. Das verstehe ich schon, das macht auch Sinn. Aber gut, aus den Kiemen haben sich doch die Gehörknochen entwickelt. Die wiederum haben sich doch bei Walen so angepasst, dass die Echolog wahrnehmen können, oder nicht? Ja, aber es muss ja trotzdem, ich meine, das macht schon Sinn auch. Also das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, das kann schon sein. Aber trotzdem gibt es anscheinend eben so einen Mechanismus, der so eine Neubildung von bereits abgeschafften Systemen irgendwie verhindert. Aber keine Ahnung, wahrscheinlich geht es auch viel zu tief in die Genetik. Wahrscheinlich könnte man das jetzt auch gar nicht in einem Kommentar oder einem Chat einfach so beantworten. Wahrscheinlich gibt es da keine leichte Antwort dafür. Heranwachsen eines Pottwals. My name is Shane Garrow and I'm the founder of the Dominica Sperm Whale Project. I've been following the lives of sperm whale families in the Caribbean Sea based off the beautiful nature island of Dominica. I've had the sort of greatest honor to spend thousands of hours in the company of the sperm whale families. And over the last 15 years, we've come to know 30 different families. We know about 10 of those personally.
My research focuses mostly on the connection between these families' lives and what they say to each other, and how they succeed in the ocean by living in these small families. They live these rich and complex lives in part of the ocean that we find difficult to even explore. Sperm whale society is matrilineal, meaning it's grandmothers and daughters that will live together for life. The young males live in the family until they're about teenagers, and then they go on this sort of open ocean wander for about 15 to 20 years before they are breeding age. But females will stay together for life. They communally raise and defend their babies, and they live in this sort of community of neighboring families just like we do. Behavior is what you do, but culture is how you've learned to do it. In the same way that we're all humans, but some of us eat with chopsticks and some of us eat with a fork. We're all still eating, but how we've learned to eat is importantly different. The secret for how these animals are surviving are these traditional behaviors, and that's why every calf counts. Every female calf is critically important, and each one of those that we lose so much potential. I think one thing that my research has shown is that our lives are really similar. The values that we have in our families, love your mom, be a good neighbor, learn from your grandmother's experience. And ultimately, life is about the quality of the relationships that you build with those around you, whether you're a whale or not. The secrets that my grandmother learned are helping me to survive now. Ensuring that these grandmothers survive to be grandmothers to share their stories, and ensuring that these babies live long enough to learn them, is what's going to enable these animals to be around for a long time. Schon faszinierend. Ich finde das schon ziemlich cool. Ocean Sin. Erfahre, wie neue Technologie uns ermöglicht, das Leben im Meer. Hey, ich hoffe wirklich, das bleibt so positiv, wenn die plötzlich irgendwie mit Walfang und mit schrecklichen Geschichten anfangen. Das ertrage ich, glaube ich, nicht. Aber schau, solange die Note positiv und interessant bleibt, gucke ich mir die gerne an. Aber wenn es brutal und blutrünstig wird, dann muss ich wahrscheinlich weinen. Das finde ich nicht gut. Okay, mach's gut. Ciao. Bis dann. You gotta be able to see what's worth spending your time on. When I'm down there in a submarine and I'm seeing all these animals, it's always about which one of these is new, which one of these has not been seen before to science. Why did these animals come here as opposed to there, and where are they going? There are really tangible things that we can do now to start answering some of these questions, but as the technology develops, we can become more and more and more and more sophisticated. Technology is emerging on all fronts. We're using all this side scan sonar and hydrophones to map things out. We can use these sound underwater surveillance systems to actually track whales and see them move all around the ocean. There's a new field called environmental DNA, where you just look at the sloughed off cells that are in the water to know who was there. Oh, the whale shark was just here. Can we follow it? And you sniff the trail of the whale shark's DNA. How am I going to understand a shark if I'm thinking like an old world primate? We're totally different. It took me several years to look at the eyes, to look at the hardware, to measure the light, and to build the camera, so we could get all these hints into how that shark might be seeing the world. Because it's like a detective story. Na, es kann sich natürlich was zurück... Also, das ist immer so eine Sache, wenn man sagt, dass sich was zurückentwickelt evolutionär, meint man nicht, dass sich was so entwickelt, wie es ursprünglich war, sondern dass es redundant wird oder dass es einfach kleiner oder unwichtiger wird. Das ist nochmal ganz was anderes. Aber... es ist halt eben, ich finde das schon faszinierend und das ist schon eine Frage, die ich mir öfter gestellt habe, weil Delfine oder Wale haben ja, genauso wie wir, genetisch alles, was wir brauchen, um Kiemen auszubilden, noch in unserem Gencode. Das ist ja noch vorhanden, das ist ja nicht verschwunden. Es passiert nur nicht mehr. Aber
Wenn jetzt so ein Meereslebewesen wie wir, wie es ja eben bei den Walen oder Delfinen war, die waren ja mal eben Landbewohner, wenn die wieder zurück ins Meer gehen, sollte man meinen, oder wäre es zumindest ne, naheliegend die Vermutung, dass dann diese alten genetischen Komponenten, die ja da sind, reaktiviert werden. Aber das passiert eben nicht und das ist ungewöhnlich. King of Helix schreibt, um es kurz zu sagen, es ist umstritten, ob Re-Evolution funktioniert. Im Grunde kann eine Rückbildung einfach nicht funktionieren, weil die genetischen Informationen nicht mehr vorhanden sind, sobald sie verändert wurden. Es gibt aber Fälle von Lebewesen, die sich irgendwie wieder alte Merkmale angeeignet haben, bei denen die Theorie nicht beweist. Aber es gibt Menschen, die haben tatsächlich die Ansätze von Kiemen. Es ist ja auch so, wobei das auch umstritten ist. Also ursprünglich war man der festen Überzeugung, dass Embryos, egal, also auch menschliche Embryos, aber grundsätzlich Säugetierembryos, evolutionäre Schritte durchlaufen. So einfach kann man das nicht mehr sagen. Also das stimmt so nicht, wie das da früher quasi betrachtet wurde. Aber man kann schon irgendwie einzelne Sachen beobachten, wie zum Beispiel, dass Embryonen sehr haarig werden und die Haare dann wieder verlieren oder Ansätze zumindest zeigen oder eben Kiementaschen ausbilden und die sich dann wieder zurückentwickeln. Da ist ja noch was vorhanden. Aber warum sich nicht neue Atmungsorgane ausbilden? Es müssen ja nicht, ne, die gleichen Kiemen wieder sein, aber Kiemen, ne, unter Wasser atmen können, wäre halt echt praktisch, wenn man unter Wasser lebt. Das passiert aber nicht. Dass das wieder zurück sich entwickelt. Und eben die Anlagen wären ja vorhanden. Naja, wurscht, werden wir jetzt wahrscheinlich nicht klären. Versuchen wir mal lieber rauszufinden, wie wir tauchen können. Das wäre eigentlich jetzt mein Ziel. Muss ich, da habe ich noch nicht hingeguckt, oder? Na, so. Doch, da habe ich hingeguckt. Karte des Atolls Pottwalschule. Name des weiblichen Kalbs? Fragezeichen. Mutter, untergewichtig. Müll? Von wem? Das mutterliche Verhalten von Modellbildschirm ansehen. Schon 3D-Scans? Fragezeichen. Ich will doch nur tauchen. Ich gehe doch noch mal der Smart Chair, der sich automatisch umdreht, wenn ich mich nähere. Nice.